Jetzt haben wir gleich nichts mehr zum Antreiben. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ja, unter Wasser. U-Boot. U-Boot again. Was heißt U-Boot auf Englisch? Submarine? Schweißen unter Wasser. Wir hatten noch ein bisschen was. Ich muss sagen, Alter. Ja. Schweißen. Logic. Logico. Nicht gut. Das ist nicht gut. Uh-oh. Almost of you. Wait a second. Jetzt nicht mehr. Wir hatten schon knappere Zeiten.
Wie lange geht das Spiel noch? Ich meine, ich spiele es sehr gerne, aber wir haben jetzt gleich 4 Stunden Stream voll. Ich bin nur so aus Interesse. Ich wollte es heute zu Ende spielen, weil ich dachte, so lange geht das nicht mehr. Ich meine, finde ich gut, wenn das Spiel länger ist, ist da haben wir mehr von. Das ist. No. Eldenring-Querbung. Eldenring Ads on my smartphone. I am the one who not play Eldenring. The one streamer. Just not into this kind of game. I'm also not. I'm not an Elden Ring fan. I'm a Far Changing Tides fan. So. Möglicherweise wird das funktionieren. Es wird einen Krach geben. Was passiert? Ah. Okay. Das. Jark. Dass das möglich ist.
Oh no. Difficulties. Slightly to the left. Gute Nacht, Spiro. Was passiert hier? Jetzt. Was passiert jetzt hier? I need a hint. Now. Just now. I need a hint. Down there.
Maybe not. Fuel format. Möglicherweise tun wir jetzt das hier. Ich kann das ohne Fuel, ohne Energie. Hopping. Yes. Nice. Sieht so aus, als hätte ich das Schiff gebraucht. Yes, I know this, so now. Ich sehe das. So, hier und hoch mit uns. Soll ich? Ich habe eine Idee. Hmm.
kannst du das? Was kann ich jetzt machen? It's broken. Ah, maybe a little bit. Yes. Fix the broken. Den Heißluftballon an einer Dampflokomotive unter Wasser. Ein Heißluftballon, Boot, Lokomotive, Schiff, ein Dings. Das ist jetzt offiziell ein Dings. Was anderes kann man dazu jetzt nicht mehr sagen. Ballonfahrer. Ein Ballon, Lokomotive, U-Boot, Zug. Es ist ein Dings. Maybe ein UFO. Unbekanntes Flugobjekt. Das ist nicht gut, dass der Ballon noch hat. Die Windenergie. In der Luft. Wäre jetzt so schön gewesen. Aha. You step away, you going offline?
still broken. Immer noch kaputt. Aber es funktioniert. Ich habe noch ein super, super Power am Ende. Super Power Saft. Energie. Verdammt. Windpower. Und sonst so. Nein. Ich brauche das. Hübsche Blüten, hübsche Blumen. Am Fels. Mensch. Willst du mich verarschen? Ich bin, kann auch nicht so oft von so vielen verschiedenen Richtungen kommen. Sehr schöne Blumen im Hintergrund. Wundervoll. Klonk. Oh. Das sind die Energiedinger aus dem ersten Teil. Mir bekannt vor. Die aus diesem Teil sehen, sind größer und besser, aber die Teile aus dem ersten Teil, die Kisten. Im ersten Teil gab es Kisten und da gab es diese kleinen Kisten und die roten Fässer, die explodiert sind, die dann das Schiff ein bisschen beschädigt haben und dann und waren teilweise noch andere Mechaniken. Keine Anspielung auf den ersten Teil, aber das habe ich entdeckt. Die Kisten, die gab es noch nicht. Bis jetzt gab es die noch nicht hier im ersten Teil. Im zweiten Teil.
Ja. Gut. Und auch die Mechanik mit den Maschinen. Das ist jetzt eine klassische. Und ich habe schon so eine Vermutung, was jetzt gleich passieren wird. Deswegen auch die Anspielung hier, dieses legst aufs Brett und das wird hochgezogen. Das ist klassische erste Teil-Anspielung. Auch diese Flüssigkeit im Behälter. Das ist klassische, kann die Anspielung nicht sein. Eindeutiger geht's hier nicht. That is from no one says. Klassische Anspielung. Nein! Erinnert ihr euch am Ende von Teil 1, was wir am Ende von Teil 1 gehört haben? Ein Tuten eines Leuchtturms und einer Maschine oder sonst was oder von einem Dampfschiff oder so etwas. Lass mich raten, was jetzt hier passieren wird. Wir waren es. Wir haben den Ton gemacht, das Töten. Und da hinten sitzen wir aus Teil 1. Da hinten ist dort. Wir haben das Feuer gesehen dort. Also da hinten ist der Charakter aus Teil 1. Bekanntes Geräusch. Ja. Und da kommt hier das Schiff. Der Charakter aus dem ersten Teil hat kein Schiff mehr. Au. Das ist spiegelverkehrt. Wow. Not from the first game. You say it. These pictures, diese Bilder von der anderen Seite, von ihrer Seite. Nice. So cool.
Sorry. I have to. Ich komme, kleines Männchen aus dem ersten Teil. Ich werde dir helfen. Ich rette dich. Mit deinem kaputten Schiff. Wir gehen gemeinsam auf Abenteuer im dritten Teil. Car, Tree, Remote, Together. Ein alter Freund. Steht die alte Mühle aus Teil 1. Ankunft. Oh. Er hat Haare. Oder sie. Erlaubnis an Bord kommen zu können, zu dürfen, erteilt. Das war unsere Maschine vom ersten Teil. Und das ist die Maschine vom zweiten Teil. Das ist jetzt halt normal, das ist. Far Changing Tides. Wir haben eine viel größere Maschine gefahren als im ersten Teil. Danke fürs Spielen. Danke fürs Machen dieses großartigen Spiels. Danke an Okomotive fürs Entwickeln. Ja, und hier das Bild mit den zwei. Und in Teil 2, dann in Teil 3, dann mit dem nächsten Fahrteil, den es hoffentlich noch geben wird. Das kann auch eine Trilogie. Das ist doch dann was damit. Mindestens, wenn man schon einen zweiten Teil macht, das ist ja. Und in der Trilogie im dritten Teil dann beide zusammen, die zwei. Im Multiplayer. Im Multiplayer zusammen mit Morty. Das ist der eine kann Couch-Koop. Das ist über. Das wäre ein Geschenk. Zusammen mit Morty im Multiplayer-Spiel. Das ist. Bitte! Lokomotive. Multiplayer. Die beiden, einer kann den roten spielen, einer kann den blauen, das ist den blauen Typ spielen. Das wäre so geil. Im dritten Teil. Hey, thank you so much for playing this. I have to leave now, but I really enjoyed watching you. I really enjoyed that you watched me. That's. Thank you for watching me. Thank you for enjoying my Let's Play. Thank you for making this beautiful game. Not to you, but to Frontier Foundry and Lokomotive.
Da sind sie diesen Schulz dran. Sind die. Das sind die Credits. Haben wir durchgespielt. In zwei Abenden live auf Twitch. Und später in einigen Parts. Live auf. Nicht live, sondern in Streamaufzeichnungen. In Parts. Auf YouTube. Auf YouTube Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und das nächste, den nächsten Teil von Fahr irgendwann nicht verpassen wollt. Nächstes Jahr dann Teil 3. Stimmt's, Lokomotive? Stimmt doch so. Nächstes Jahr, 2023. Sommer 2023, Teil 3. Da hassen mich jetzt ein paar Entwickler. Ja. So. Ja, wirklich, also Teil 1 habe ich gefeiert, wie nächstes. Teil 1 war großartig. Ich hatte das Gefühl, dieses also war auf jeden Fall, also wenn man es jetzt nach Zeit ermessen, war ein Stückchen länger. Das Teil 2 war ein Stückchen länger. Ja, ich habe ein bisschen gemeckert wegen der, dass man nicht im Raum gehen kann. Nur nach, ja, so ein 2,5, also 3D-Abenteuer würde ich da auch nicht draus machen, aber so ein 2,5D-Abenteuer. So, dass man sich so ein bisschen, wie ich gesagt habe, so ein bisschen so 2 Meter nach links, 2 Meter nach rechts noch bewegen kann, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass man sich im Raum bewegen könnte. An manchen Stellen. Muss ja nicht wirklich sein, aber dass man so ein bisschen, wenn man auf einer Plattform steht, dass man vielleicht auf dem Ozean nicht nach hinten schwimmen kann oder so weiter, aber wenn man auf der Plattform steht, dass man so ein bisschen, dass man da lang gehen kann, nach hinten und vorne, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ich kann den Raum ausnutzen. Influencer Manager. Hey Dalia. Das gibt's. Sachen gibt's. Sachen gibt's. Influencer Manager. Thank you for manage me. Do you manage me? Platform Manager, Influencer. Okay. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, aber. Hallo. Was macht ein Influencer Manager? Was Influencer? Was managt? Das ist. Influencer ist ja. Ich mit meinem Let's Play. Ich werde von ihm, ich werde hier nicht gemanagt. Ich kriege keine Anweisung für das Let's Play. Außer ihr wisst ja von Olaf Scholz, wie das damals von Merkel zu Olaf Scholz kriege ich meinen Text immer diktiert. Wenn es Politikvideos sind. Ja, aber jetzt hier fürs Let's Play. Das Let's Play werde ich jetzt. Ich wird hier nichts. Nö. Besonderer Dank geht an euch, an die Entwickler, die das, diesen großartigen zweiten Teil, den großartigen Zweiteiler, den ersten Teil, den zweiten Teil, das ist Farloon, Sales, Farchanging Tides, großartig. Danke an Mixedvision für Farloon, Sales, danke an Frontier Foundry für Teil 2. Danke an Lokomotive für beide Teile, die die Entwickler waren. Danke an euch fürs Zuschauen, live auf Twitch oder später dann in den Videos auf YouTube. Danke an alle Zuschauer. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ja,
insgesamt ein sehr gutes Spiel. Das ist, ich kann da nicht meckern. Das ist, manchmal waren Rätsel so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, ich weiß nicht, wie viel davon an mir lag, wie viel davon am Spiel lag. Es ist, ja. Ich bin sehr zufrieden. Ich will jetzt, ich habe das früher immer gesagt, habe da früher immer Bewertungen schon bei der Aufnahme abgelassen, aber ich will jetzt keine Bewertungen machen. Da gibt es bei meiner Let's Play-Liste, die auf YouTube verlinkt ist, in den ganz oben in den Link, in Links. Da gibt es immer Bewertungen für. Es kann sich hier. Das kann ich, das kann. Ich bewerte sowieso immer viel zu gut. Das wird bei mir sich irgendwo auf keinen Fall unter 90%, irgendwo zwischen 95 und 100% wird sich das an. Werde ich das anlegen? 100% nicht, nein. Bestimmt nicht, aber irgendwo zwischen 95 und 97%, sagen wir mal so. Das ist 26,5%, keine Ahnung. Das ist irgendwann so, ich guck mir noch was. Wird es jetzt wahrscheinlich. Mal schauen. Nicht 26, 96, habe ich 26 gesagt. 96. 96, 97, 98, das ist ein großartiges Game. Ich werde mir das nochmal, Schritt für Schritt, Punkt für Punkt durch Kopf gehen lassen, was war schlecht, was war gut, und dann schreibe ich da 100% Bewertung rein. Jo, jetzt haben wir den Black Screen. Danke fürs Zuschauen. Zugelegte Gesamtstrecke. Mit Segel gereist und Motor gereist. Schiff unter Wasser gereist, mit Schub gereist, Schiffsreparaturen im Schiff verbrannt, Gegenstände 62. Machen wir hier nochmal die Mitwirkenden, um dann ein Bild zu haben. Danke fürs Spielen. Ich verabschiede mich. Habt noch einen angenehmen, festlichen Tag. Schaut auf Twitch vorbei. Gebe ich nach oben auf YouTube, Abo, Glocke, Kommentare schreiben. Und Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Habt noch einen tollen Tag. Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Projekt, im nächsten Video wieder. Morgen schon das nächste Video. Bis dahin. Haut rein. Ciao.